Hi, gestern haben wir uns mit der Verzeichnisstruktur beschäftigt und wir haben gesagt, dass man erstmal einen Lib und einen Testordner haben sollte und dass das Ziel ist, möglichst übersichtlich zu sein innerhalb eines Moduls, also sprich innerhalb eines Repositories. Da wir uns in einem JavaScript- bzw. TypeScript-Projekt bewegen, wird es in jedem Fall eine package.json geben bzw. eine package.log.json. Die package.log.json ignorieren wir erstmal, gucken wir uns erstmal die package.json an. Die package.json ist ja im Grunde genommen die typische Konfigurationsdatei für JavaScript- und TypeScript-Module. Die hat einen standardisierten Aufbau bei uns. Bei uns bei The Native Web. Das Ganze fängt zunächst mal an mit dem Name und dem Version-Feld. Das ist auch erstmal wenig verwunderlich. Das sind nämlich die beiden Pflichtfelder, die es in einer package.json auf jeden Fall geben muss. Und erst danach kommen die anderen Felder, aber da haben wir eben eine feste Reihenfolge vorgesehen. Nach dem Namen und der Version kommt die Description, weil das eben inhaltlich nahe zum Namen und der Version dazugehört. Das hat auch eine feste Form. Wir starten immer mit dem Modulnamen plus einem Verb in der dritten Person und dann eben der Rest der Beschreibung. Zum Beispiel in der Beschreibung von WolkenKit steht drin, WolkenKit is a CQRS and Event Sourcing Framework, und da hat man genau das, nämlich den Modulnamen plus das Verb in der dritten Person, also WolkenKit is, und dann kommt die eigentliche Beschreibung. Im Anschluss daran bringen wir in der package.json die Contributor unter, in der historischen Reihenfolge, in der sie etwas beigetragen haben. Das heißt, wir machen ja sehr, sehr viel Open Source. Wenn zum Beispiel jemand einen Pull-Request sendet, dann fragen wir die Autorin oder den Autor auch immer, ob sie sich nicht in die package.json in die Liste der Contributor eintragen möchten. Das ist etwas, was wir sehr wichtig finden, weil gerade im Bereich Open Source, das ist ja etwas, was auch manchmal so ein bisschen so ein Aushängeschild sein kann, wenn man dann eben zeigen kann, dass man an etwas auch schon mal mitgewirkt hat. Das ist ja unter Umständen auch hilfreich zum Beispiel. Und es hat für uns eben auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun, dass wir eben auch respektieren möchten und dass wir eben zeigen möchten, dass wir eben auch dankbar sind für diese Contributions und dass wir froh sind und dass wir die Leute, die uns geholfen haben, eben Software gemeinsam weiterzuentwickeln, dass wir die namentlich eben auch entsprechend gerne erwähnen möchten. Danach kommt dann in der package.json das Main-Feld und, wenn es ein TypeScript-Projekt ist, das Types-Feld, was ja im Endeffekt der Einstiegspunkt ist, beziehungsweise der Einstiegspunkt für die Typdefinitionen. Und der liegt, oder diese beiden Einstiegspunkte, die liegen natürlich im Lib-Ordner, wenn es ein JavaScript-Projekt ist, oder im Bildverzeichnis, wenn es ein TypeScript-Projekt ist, denn da will man ja nicht auf den Quellcode, auf den TypeScript-Quellcode verlinken, sondern natürlich auf das Kompilat. Danach kommen dann die Dependencies und die Dev-Dependencies. Diese Reihenfolge ist uns wichtig. Die Dependencies sind ja wichtiger als die Dev-Dependencies. Insofern kommen eben erst die Dependencies und dann die Dev-Dependencies. Eine Besonderheit bei uns an der Stelle ist, dass wir ausschließlich mit strikten Versionen arbeiten. Darüber haben wir uns im Developers Daily Nummer 12 schon mal unterhalten. Das verlinke ich euch in der Infocard. Das heißt, wir arbeiten generell mit dem NPM-Parameter --save exact. Beziehungsweise mit dem Eintrag save exact gleich true in der NPM-RC. Das ist uns aus verschiedenen Gründen wichtig, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ansonsten sollten die Einträge in die Dependencies, in den Dev-Dependencies alphabetisch sortiert sein, aber das macht NPM von sich aus, da muss man sich also nicht drum kümmern. Und danach kommen dann eben so die sonstigen Blöcke, das Repository, was noch verlinkt wird, die Keywords für NPM und last but not least natürlich auch die License. Vielleicht ist der einen oder dem anderen aufgefallen, dass ich keinen Skriptblock erwähnt habe. Der Grund ist, den haben wir nur sehr, sehr selten. Wenn wir einen haben, dann kommt er nach den Dev-Dependencies vor dem Repository, aber den schieben wir dann dort quasi einfach ein. Aber wie gesagt, den haben wir tendenziell eher selten. Das Ganze, diese festgelegte Reihenfolge in der package.json und diese spezielle Form bei der Description und so weiter, das mag kleinlich wirken, aber es führt natürlich zu Einheitlichkeit und zu Konsistenz. Und auf unserer Seite wiederum zeigt das eben auch eine gewisse Liebe für Details, dass man eben auch solche Dinge wichtig nimmt. Und ich persönlich denke mir immer, jemand, der auf solche Dinge achtet, der kann auch ansonsten im Code nicht so verkehrt sein. Der wird auch ansonsten viel Wert drauf legen, eben ordentlichen Code zu schreiben. Und das fängt eben bei so Kleinigkeiten wie einer gepflegten, ordentlichen package.json für mein Empfinden schon an. Ich hatte gerade gesagt, wir arbeiten ausschließlich mit strikten Versionen. Warum ist das so? Eigentlich arbeitet NPM ja mit dem Dach, womit ja unscharfe Versionen gekennzeichnet werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schreibe, dieses Dach Version 2.5.7, dann heißt das ja, ich will mindestens Version 2.5.7 haben oder eine höhere Version, solange sie kompatibel ist, also auch eine 2.6.0 oder eine 2.8.17, aber eben keine 3.0. Das Ganze basiert ja auf Semantic Versioning.
Das funktioniert in der Theorie auch sehr, sehr gut, praktisch aber häufig eher weniger gut. Und da gibt es viele verschiedene Gründe, warum das nicht so gut funktioniert. Ein ganz lapidarer Grund ist, dass die Autorin oder der Autor eines Third-Party-Moduls vielleicht eine neue Version herausbringt und die Versionsnummer schlicht und ergreifend unpassend geändert hat, sodass es nicht zu der Änderung passt und man dann eben einem Trugschluss aufliegt sozusagen, einen Trugschluss aufsitzt, das wollte ich sagen, dass man ein Modul als vermeintlichen Bugfix sozusagen hereinbekommt, was aber einen Breaking Change mit sich bringt. Hinzu kommt, ich habe keine deterministische Installation mehr. Das heißt, zwei Entwicklerinnen oder zwei Entwickler, die den identischen Commit aus der Versionsverwaltung ziehen und npm install ausführen und das Ganze vielleicht im Abstand von einer Woche, können unter Umständen zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Und das Problem ist, wenn jetzt bei der Ausführung des Codes irgendwo Fehler auftreten, es ist der identische Quellcode-Stand und die Software verhält sich aber auf dem einen Rechner anders als auf dem anderen, dann ist die Suche nach der Ursache sehr, sehr mühsam und das ist einfach sehr ärgerlich. Da geht sehr viel Zeit drauf, bis man dann drauf kommt, dass das an unterschiedlich installierten Versionen von Third-Party-Modulen liegt, aufgrund eines vermeintlich kompatiblen Ergebnisses, was über die Package-JSON über eben, wie gesagt, dieses Dach kam. Und all diese Probleme, die sind ja nicht neu, die haben ja nicht nur wir, sondern das ist ja generell ein bekanntes Problem. All das soll ja eigentlich die Package Log-JSON verhindern. Das Problem ist, das tut sie aber nicht. Das habe ich schon häufig erlebt, dass sich NPM irgendwann seltsam anfängt zu verhalten. Solange man immer nur Dinge installiert, klappt das meistens. Sobald man anfängt, Dinge zu deinstallieren, Dinge zu aktualisieren, dann kommt man über kurz oder lang an den Punkt, wo die Log-Datei zerschossen ist und wo sich NPM einfach nicht mehr vernünftig verhält und wo man ganz merkwürdige Effekte hat, dass Module, die eigentlich installiert sind, nicht geladen werden können und ähnliche Sachen. Und Abhilfe schafft dann in der Regel eigentlich nur, das Node-Modules-Verzeichnis zu löschen, die Package-Log-JSON zu löschen und from scratch nochmal ein NPM-Install laufen lassen. Und theoretisch soll das alles mit NPM 7, mit der neuen Package-Log-JSON im Format 2 besser werden. Ob das wirklich besser ist, bleibt abzuwarten. NPM 7 ist ja standardmäßig bei Node 15 enthalten. Node 14, was ja die aktuelle LTS-Version ist, kommt noch mit NPM 6. Von daher, da wir auf 14 LTS arbeiten, haben wir noch nicht auf NPM 7 umgestellt. Aber so oder so, wir arbeiten eben, um dem ganzen Problem vorzubeugen, primär mit strikten Versionen. Das Ganze funktioniert natürlich nur auf der obersten Ebene, weil wir nur die oberste Ebene ja über die Package-JSON steuern können. Was in der Package-JSON einer Dependency enthalten ist, darauf haben wir natürlich keinen Einfluss. Insofern ist diese Lösung nicht perfekt. Aber sie ist erfahrungsgemäß doch gut genug, damit sie in den meisten Fällen funktioniert. Insofern ist das ein gängiger Kompromiss, den wir da machen können. Und ja, das ist der Grund, warum wir mit strikten Versionsnummern arbeiten. Bei dem letzten Feld in der Package-JSON, das war das License-Feld, kommt übrigens ein SPDX-Ausdruck zum Tragen. Das ist quasi eine ID für eine Lizenz, aber den kompletten Text für die Lizenz, den packen wir üblicherweise nochmal in eine Extra-Datei. Aber darüber werden wir uns dann morgen im Detail unterhalten. Da geht es nämlich morgen darum, um die Dokumentation und um die Lizenz für Module. Für heute möchte ich mich bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und denkt daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos von YouTube benachrichtigt werdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!